Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich zeige in diesem Video, wie man in einem Drehstromsystem bestehend aus L1, L2, L3 und N den Neutralleiterstrom berechnen kann, wenn man alle drei Außenleiterströme I1, I2 und I3 kennt. Wie Sie sicherlich wissen, ist es so, dass bei symmetrischer Belastung, also dann, wenn diese drei Ströme gleich groß sind, der Neutralleiterstrom 0 Ampere beträgt. Es ist also auf keinen Fall möglich, dass ich einfach die Effektivwerte addiere, um zum Neutralleiterstrom zu kommen. Beträgt zum Beispiel der Strom immer 12 Ampere und ich addiere nun einfach diese 12 Ampere dreimal auf, so käme ich hier auf einen Strom von 36 Ampere. Es sind aber tatsächlich nur 0 Ampere, die hier fließen. Das geht ja so weit, dass man bei Drehstrommotoren, bei denen eine symmetrische Belastung als sicher gelten kann, keinen Neutralleiter installiert, denn dort ist der Strom sowieso 0 Ampere. Dann brauche ich den tatsächlich auch nicht. Sobald aber die Belastung unsymmetrisch wird, wird der Neutralleiter unbedingt gebraucht. Es fließt dann ein Neutralleiterstrom über den Neutralleiter ab, der in diesem Zusammenhang auch gerne als Ausgleichsstrom bezeichnet wird. Hintergrund dessen, dass man das nicht einfach addieren kann, ist die Tatsache, dass die drei Spannungen U1, U2 und U3, die hier erzeugt werden und die ja jeweils an den Widerständen liegen, eine Phasenverschiebung von jeweils 120 Grad zueinander aufweisen. Dadurch ist es eben nicht möglich, diese Ströme einfach zum Neutralleiterstrom aufzuaddieren, denn diese Ströme weisen ebenfalls eine Phasenverschiebung von 120 Grad zueinander auf. In diesem Fall ist das dadurch gesichert, dass ich jeweils einen ohmschen Widerstand eingesetzt habe. Diese Rechenmethode, die ich gleich zeigen werde, entstammt der komplexen Rechnung. Den mathematischen Hintergrund der komplexen Rechnung werde ich hier nicht näher erläutern. Ich werde aber zeigen, wie man auf diesem Taschenrechner diese Berechnung einfach durchführen kann. Das ist wirklich recht einfach, man muss es einfach nur einmal einüben. Die Berechnung kann man natürlich auch dann durchführen, wenn die Phasenverschiebung nicht 120 Grad zueinander beträgt, sondern andere beliebige Werte hat. Wie bereits gesagt, bei symmetrischer Belastung ist der Neutralleiterstrom 0 Ampere. In diesem Fall habe ich ein Beispiel gewählt mit jeweils 12 Ampere. Das werde ich im Laufe des Videos auch noch durchrechnen mit Hilfe des Taschenrechners und dabei zeigen, wie man dann auf 0 Ampere kommt. Ich werde auch ein weiteres Beispiel betrachten, indem ich einfach annehme, dass I1 12 Ampere, I2 3 Ampere und I3 7 Ampere beträgt. Und ich weiß in diesem Fall, dass die Phasenverschiebungen zueinander 120 Grad betragen. Die Berechnung, die hier nun durchzuführen ist, läuft im Prinzip folgendermaßen ab. Der Neutralleiterstrom ergibt sich aus dem Strom I1 unter Berücksichtigung seiner Phasenverschiebung, die ich für I1 auf 0 Grad setze, plus dem Effektivwert von I2 mal der Phasenverschiebung von 120 Grad, plus I3 unter Berücksichtigung der Phasenverschiebung von 240 Grad. Mit den eben genannten Werten ergibt sich daraus dieser Rechenweg. Dabei rauskommen wird ein Strom von 7,81 Ampere mit einer Phasenverschiebung von minus 26,3 Grad gegenüber dem Strom I1. Ich werde das Ganze nun auf dem Taschenrechner zeigen. Zunächst sorge ich dafür, dass der Taschenrechner tatsächlich auf den Degree-Modus eingestellt ist. Wir sehen das hier an dieser Stelle, der ist bereits auf Degree eingestellt. Das heißt, es wird eine Winkeleinheit von 0 bis 360 Grad vorausgesetzt. Dazu gehe ich auf Setup, Winkeleinheit, betätige die 2 und kann nun mit 1 das Gradmaß Degree wählen, bei dem man davon ausgeht, dass es eine Gradeinteilung von 0 bis 360 Grad gibt. 1 betätigen. Nun ist der Degree-Modus sicherlich eingestellt. Als nächstes wähle ich nun im Menü die sogenannte komplexe Rechnung. Das ist dieses Icon.
Das kann ich mit 2 anwählen. 2. Und der Taschenrechner befindet sich nun im komplexen Modus. Das wird durch dieses I angezeigt. Ich kann jetzt die Zahlenwerte direkt eingeben. Das waren in meinem Fall 12 Ampere. 12. Und kann nun den Winkel angeben. Das sehe ich auf dieser Taste als Zweitfunktion. Diese EN, mit ENG beschriftete Taste hat als Zweitfunktion den Winkel. Den wähle ich an mit Shift, Taste und es taucht hier der Winkel auf. Das ist der Strom I1, der 0 Grad Phasenverschiebung hat. Den habe ich also zu 0 Grad gesetzt. Plus I2, das ist ein Strom von 3 Ampere. 3. Wieder den Winkel anwählen. 120 Grad. Plus dem dritten Strom, das sind 7 Ampere. Winkel 240 Grad. Gleich. Wir sehen hier das Ergebnis. Das ist nun allerdings in der sogenannten Komponentenform angegeben. Komplexe Zahlen können in 2 verschiedenen Modi angegeben werden. Das ist einmal die Komponentenform und die sogenannte Polarform. Das heißt, ich muss nun auf die Polarform umschalten, da ich mit dieser Angabe nichts anfangen kann. Dazu gehe ich auf Option, muss nun hier herunterscrollen, das geht mit dieser Pfeiltaste und kann hier die Polarform auswählen, indem ich auf die 1 klicke. 1 gleich und der Zahlenwert ist nun in die Polarform umgewandelt worden. Hier sehen wir den Betrag, der hier mit einem Wurzelzeichen angegeben wird. Das ist natürlich nicht so schön, das werde ich jetzt gleich noch ändern. Aber wir sehen bereits den fertigen Winkel von minus 26,3 Grad. Indem ich auf die SD-Taste drücke, kann ich nun auf die Dezimalschreibweise umstellen, sodass mir die Stromstärke tatsächlich mit 7,8 Ampere angegeben wird und auch der Phasenverschiebungswinkel wird noch angegeben. Damit bin ich genau beim gesuchten Ergebnis angelangt. Der Strom auf dem Neutralleiter hat einen Effektivwert von 7,81 Ampere und eine Phasenverschiebung von minus 26,3 Grad gegenüber der Nulllage, in der sich ja auch der Strom I1 befindet. Ich werde das Ganze nun noch bei symmetrischer Belastung zeigen. Da muss dann ja 0 Ampere rauskommen, obwohl ich ja jeweils in diesem Fall 12 Ampere aufaddiere. Winkel 0 Grad plus 12 Ampere, Winkel, also die Phasenverschiebung, 120 Grad plus 12 Ampere, Winkel 240 Grad, gleich. Und siehe da, es kommt ein Strom von 0 Ampere heraus. Hier kann ich wunderbar erkennen, dass bei der symmetrischen Belastung tatsächlich die Stromstärke 0 Ampere beträgt und ich das auf diese Weise für alle beliebigen Stromwerte berechnen kann, eben dann auch, wenn die Belastung nicht symmetrisch ist. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen Weg nahebringen. Ich hoffe, Sie können ihn einüben, sodass Sie jetzt in der Lage sind, die 3 Außenleiterströme zum resultierenden Neutralleiterstrom aufzuaddieren. Ich weise nochmal darauf hin, dass ich hier den mathematischen Hintergrund nicht erklärt habe. Das ist aber auch für diese Anwendung nicht wirklich nötig und es wäre auch sehr aufwendig, das zu tun. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich hoffe, Sie können mit der Berechnung etwas anfangen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.